Das waren noch Zeiten damals, wenn wir noch jung waren. Da haben wir uns aufs Radl gesetzt, die Satteltaschen drauf und los ist es gegangen. Tagelang, oft wochenlang waren wir unterwegs. Einmal, da sind wir sogar bis nach Venedig gefahren. Und da hat man nicht erst im Radio hören müssen, ob es irgendwo einen Stau gibt oder ob die Parkplätze an der Bergbahn schon belegt sind. Weil Autofahren, das war was für ganz wenig. Und für uns Radlfahrer war immer noch viel Platz, überall. Aber wenn man alt wird, dann sind die Zeiten sowieso vorbei. Oder meinen Sie, unser Eins hätte noch einmal mit dem Radl solche Tour machen? Naja, ich kenne da einen, der hat's getan. Aber der hat's tun müssen, weil er's nämlich versprochen hat. Opa, kann ich noch Zucker haben? Nein, bitte, jetzt reicht's, gell? Wann kommt die Mama? Heute Abend, warum? Weißt du nicht mehr bei mir? Ja, schon. Mei, heute ist ja der 4. Juni. Da hätte unser Valentin Geburtstag. Seinen 110. Geburtstag hätte er heute, unser Valentin. Wer ist denn das, unser Valentin? Valentin, Peter, Valentin, mit scharfem V. Ein Komiker war das, ein ganz großer. An seinen 60. Geburtstag kann ich mich noch gut erinnern. Das war so um die Tag rum, da habe ich in den Krieg ziehen müssen, weißt? Mit dem Radl bin ich damals losgefahren. Und unterwegs habe ich drei Leute getroffen. Naja, also junge Burschen waren es. Heute sind sie sicher auch schon gestanden im Mannsbilder. Bis Rossheim sind wir miteinander gefahren. Und da, an einer Straßenkreuzung, haben sich unsere Wege getrennt. Aber vorher, beim Abschiednehmen, haben wir noch unsere Namen auf einen Geldschein geschrieben, alle vier. Und dann haben wir den Geldschein in vier Teile zerrissen. Warum denn, Opa? Ja, das ist für einen Buben wie dich schwer zu verstehen. Wahrscheinlich haben wir uns Mut machen wollen, weißt? Ja, so war's wohl. Und dann haben wir uns versprochen, dass wir uns in 50 Jahren wieder treffen wollen mit dem Radl. An dem dicken Baum mit der Straßenkreuzung da. Ja. Moment einmal. 50 Jahre? Vor 50 Jahren? 1942 ist der Valentin 60 geworden. Ja, das sind ja die 50 Jahre. Und an einem 4. Juni bin ich losgefahren. Und das war am 10. Jesus, in 6 Tagen. Ja, wollen Sie sich nicht doch mal überlegen, so einfach ins Ungewisse zu fahren? Nein, wenn ich was versprochen habe, dann mache ich es auch. Ich weiß ja gar nicht, wie viel es noch gibt und ob die alle dran denken. Ne? Das möchte ich ja wissen. Hoffentlich stehen Sie damit am Ende nicht als Einziger da. Wer weiß, ob Ihre Bekanntschaften auch so zuverlässig sind wie Sie. Ne? Ja, das würde ich noch schon merken. Ja. Halten Sie mal die Daumen, gell? Kann ja. Ich schon machen. Ja, wiederschauen. Für Gott. Na, da muss ich absteigen. Da dazu bin ich schon 50 Jahre zu alt. Gut. Das ganz alles gerissen. Was bei so einem nagelneuen Radl eigentlich nicht passieren darf. Ja, das kommt bei mir nicht reißen, weil ich keins hab. Und ich bin eigentlich ganz froh drüber. Manchmal ist schon ein Kreuz. Je mehr Technik, desto mehr geht kaputt. Ja. Wissen Sie, wenn man so weit radeln will wie wir heute, dann braucht schon so eine Rennmaschine. Aber wenn Sie bloß einen Ausflug machen wollen, dann gebe ich Ihnen recht. Dann tut's euch Radler. Ja. Meinst du für das vorhin, gell? Ja, genau. Was haben Sie alles Radl gesehen? Ja, fast antik war das. Obendrauf ein junger Bursch mit einer Radlerhose, einem bunten Trikot und einem Helm.
Echt schneidig. Warum fragen Sie? Na ja, nur so eigentlich. Wissen Sie, vor 50 Jahren habe ich da Rast gemacht und habe jemanden kennengelernt. Apropos Rast, darf ich die Herren zu einer Brotzeit einladen? Nein, eine Einladung. Ja, ihr habt ja im ganzen Auto keinen Platz für eine Brotzeit mitnehmen. Das ist aber sehr freundlich. Ja, ja, wissen Sie, das ist das Schöne an Radeltouren. Man lernt halt immer nette Leute kennen. Da haben Sie jetzt was gehabt. Radl da, wissen Sie, ich bin in den Ring gekommen und suche irgendwo ein Dach über den Kopf. Könnten Sie mir da behilflich aber sein? Aber freilich, kommen Sie doch rein. Ja, danke schön. Da bin ich aber froh, dass ich nicht mehr weiter muss. Wenn Sie schnappen, oder soll ich meine Frau lieber ein Jägertee machen? Jägertee war was Schönes. Der wärmt ein bisschen. Ja, freilich. Danke schön. Jetzt noch ein frisches Brot, hä? Trinken Sie dann einen Jägertee? Ja. Aber das ist schon der letzte Wein. So durchgefahren und waschen aus, wie es waren, da brauchen sie schon noch einen. Sonst haben sie morgen die schönste Grippe. Ja. So. Und dann wollen sie morgen schon wieder weiterfahren. Ja, ja. Auf der Suche nach einem großen, dicken Baum. Mhm. Ja, davon haben wir hier viele. Na, aber an einer Kreuzung? Ja, davon gibt es bei uns auch eine ganze Menge. Na, Prost, Mahlzeit. Ja, Prost. Also, Prost. Prost. Das ist so was Neues. Fuchshafer, gute Weiterfahrt. Danke schön, Franz, aber der Jägertee hängt mir von der schweren Kopf drin. Du, es tät mich freuen, wenn du am Retourweg vorbeischauen kannst. Ja, das ist abgemacht. Am Retourweg schau ich wieder vorbei. Und grüß mir deine Frau, Rikschi. Mach ich gern. Also. Und viel Glück bei deinem Treffen, gell? Danke schön. Servus, Franz. So, der Herr, Ihr Bier. Danke. Sagen Sie mal, ich suche da eine Kreuzung mit einem großen Baum. Da in Rossam? Ja, da in Rossam. Es kann ein bisschen außerhalb gewesen sein. Außerhalb? Südlich, östlich? Oder hätten Sie lieber mehr westlich? Ja. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wissen Sie, das ist 50 Jahre her, dass ich dort gewesen bin. Inzwischen ist ja ein halbes Jahrhundert vergangen und dieselbe Zeit bin ich älter geworden. So, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Und wie es da vor 50 Jahren ausgeschaut hat, das weiß ich auch nicht. Schade. Naja, muss ich halt allein weiter suchen. Entschuldigen Sie, ist Ihnen eine Kreuzung bekannt, die von einem mächtigen Baum überragt wird? Da denke ich die ganze Zeit, ob die anderen auch kommen und schaue jeden Radler nach, als wenn der heilige Petrus selber drauf sitzen tät. Und dabei bin ich, alter Hornochse, nicht in der Lage, diesen narrischen Baum und seine Kreuzung zu finden. Ist was? Haben Sie was gesagt zu mir? Nein, nein, nur zu mir, nichts zu Ihnen. Ich bin nämlich ein blödes Rüpfel. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Ja, Moment einmal. Thank you.
Entschuldigen Sie einen Moment. Sagen Sie, war der Baum allerweil schon da? Nein, mein, hat das früher auch schon so ausgesehen, da wie jetzt? Nein, natürlich nicht. Nicht? Früher hat er ganz anders ausgeschaut. Ja? Ja, früher sind ja die Dinosaurier umeinander gelaufen. So eine Unverschämtheit. Das könnte sein. Nein, das ist unser Baum, da bin ich ganz sicher. Aber sauber zusammengestutzt haben sie nicht. Aber wo ist denn die Kreuzung geblieben? Entschuldigung. Ich habe ein kleines Problem, vielleicht können Sie mir helfen. Ja, bitteschön. Ich bin nämlich auf der Suche. Also, wenn Sie einen Gasthof suchen, um Brotzeit zu machen, da gibt es freundlichere. Nein, nein, das ist es nicht. Mein Ansinnen wird Sie wahrscheinlich verwirren oder belustigen, je nach Ihrer Gemütsverfassung. Ja, schauen wir halt einmal. Ich versuche zu eruieren, wo hier in der näheren Umgebung ein großer, dicker Baum zu finden ist. Das Eigentümliche an diesem Baum ist, dass er direkt an einer Kreuzung zu finden ist. Also nicht. Trotzdem danke. Warten Sie mal. Moment. Sie sind noch so jung. Haben Sie vielleicht einen Felix gekannt oder einen Alois? Oder kennen Sie einen... Kasper! Kasper! So, Prost, gell? Prost! So was? Ich kann mich noch gar nicht beruhigen. Der Felix, ein Pfaff. Der hat immer schon einen guten Draht zum Herrgott gehabt. Ja, weil ich nicht wollte, dass man die beim Militär die Haare wegschneiden. Aber jetzt muss uns da alles erzählen, wie er hier Wirt wurde. Ja, wie ich wieder zurückgekommen bin, damals aus der Gefangenschaft, da hat es mich irgendwie daher verschlagen. Nichts hat mir so ausgeschaut wie vorher. Nur unser Baum, an dem wir uns getrennt haben, der ist immer noch da gestanden. Ja, und während du bei deinem Leisten geblieben bist, der Kasper sein großes Glück gemacht hat und Felix seine Anstellung bei dem Chef höchstpersönlich gekriegt hat, hab ich mir ein neues Leben aufgebaut. Aber manchmal habe ich mich schon gefragt, ob vielleicht einer von euch auch vor unserer Verabredung mal hier auftauchen würde. Aber nix. Warten habt ihr mich lassen. Bis heute. Dafür ist heute umso schöner. Ja, echt fast. Schön ist, dass wir für uns wiedersehen. Und unser alter Draufgänger da, der ist doch feigreib mit dem Radl gekommen. Ich kann's noch gar nicht fassen. Ja, ich hab's auch nicht fassen können, dass ich hergefunden hab. Also ich hab mich vielleicht angestellt wie der erste Mensch. So, Spätzl, jetzt kommt der wichtigste Teil. Richtig, die Hauptsache. Sammling. Also der eine kann nicht schlafen, weil es ihm zu laut ist. Zum Beispiel ein Biergarten in der Nähe oder zwei Rindviecher mit Kleckerl auf der Weide. Und der andere braucht Musik zum Einschlafen. Und der dritte einen halben Liter Bier. Also ich kenne eine Dame, die schlaft nur mit Ohrstöpseln. Das kennen sie ja, ne? So Dinger da drin. Weil sie sogar dann aufwacht, wenn die Katze sich im Schlaf rumdreht oder der Goldfisch im Aquarium nach einem Futterkernl schnappt. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn einer nicht schlafen kann, dann ist er doch selber schuld. Weil ihm nämlich was im Kopf rumgeht, mit dem er nicht fertig geworden ist. Ja, und wenn er sich dann ganz fest hineinbeißt in ein Problem, dann gibt's kein Mittel mehr und keinen Ausweg. Karl-Heinz, servus, mach's gut, bis heute Abend. Tschüss. Tschüss. Haben Sie das da hingelegt? Seien Sie doch froh, sonst wären Sie viel härter gefallen. Vielleicht wäre ich anders überhaupt nicht gefallen. Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
Wissen Sie, was Snorer heißt? Ja, Schnarcher. Was denn sonst? Ja, das könnte stimmen. Und ich hab schon gedacht, das heißt Schnorrer. Sie sollen von hier einen Roman übersetzen und keinen Filserbrief. Georg Alten. Edith! Edith! Ja, kein Heim. Schlafen! Müde! Müde! Ja, kein Heim, du hast dir recht. Ich mach das Licht schon aus. Licht aus! Licht aus! Ich bin selber viel zu müde. Weiter. Ich hab mir noch gerade einen Zeh gebrochen. Zeh gebrochen. Was ist? Da schnarcht einer. Jetzt ist es der von da drüben. Das hält ja kein Mensch aus. Aber nicht wahr sein. Wahr sein, wahr sein. Nein, nicht auf das noch. Nein, nein. Müde, müde. Geh raus, oder ich... Oder was? Oder was? Halt den Schnabel oder ich dreh deinen Hals um. Halt's um! Halt's um! Ach, ja, schon. Ja! Au weh! So, jetzt reicht's mir. Jetzt bist dran, du Gau! So, du seltenes Monster. Mach auf. Mach endlich auf! Ja, bitte? Ich hab was gehört. So, was denn? Geräusche. Geräusche? Ja, seltsam. Wo denn? In meinem Zimmer. Und, haben Sie schon nachgeschaut? Ja, nein, also ich meine, eigentlich sind die Geräusche nicht direkt in meinem Zimmer. Sie meinen also, die Geräusche kommen mehr von außerhalb? Ja, genau. Vielleicht kommen sie mehr vom Balkon her. Ja, das werden wir gleich haben. Warten Sie, ich schau mal nach. Nein, das ist nicht nötig. Ich, bitte entschuldigen Sie, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich bin eigentlich sonst nicht so ängstlich. Das macht doch nichts. Jetzt haben Sie mich eh schon aufgeweckt. Ja, zeigen Sie mir doch mal, wo die Geräusche hergekommen sind. Ja, also ich bin im Bett gelegen.
Hm? Der Karl-Heinz war's nicht. Mhm. Aha. Nein. Vielleicht ist jemand auf dem Balkon. Balkon. Oh weh. Glatzkopf. Ist niemand. Oh weh. Oh mein Gott, ich komme halt endlich. Ich bin schon eine halbe Stunde zu spät. Na endlich, höchste Zeit. Oh weh. Tschüss, Didi. Höchste Zeit. Sie haben wirklich ein stürmisches Temperament. Entschuldigung. Ja, das macht doch nichts. Heute schauen Sie viel frischer aus. Haben Sie gut geschlafen? Danke, nein. Also ich meine ja. Es geht schon. Ja, ich muss dann los. Wiedersehen, Frau Hörmann. Bis bald. Wo ist er? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. 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 Müde. Müde. Heute oder nie? Heute werde ich ihn erwischen. Ich werde ihn so nebenbei in ein Gespräch verwickeln. Und dann wird er mich fragen, ob ich nicht mal mit ihm zum Essen gehen will. Falls er mich nicht fragt, werde ich die Initiative ergreifen. Oder was? Ich werde ihn ganz einfach fragen, was er gerne isst. Schließlich bin ich doch emanzipiert, oder? Oder was? Edith, oh weh! Oh Gott, da kommt er. Kommt er. Tschüss, Edith. Tschüss. Ah. Grüß Gott, Frau Hörmann. Sind Sie diese Woche dran mit dem Putzdienst? Ich glaube, mich erwischt es nächste Woche. Das müssen Sie mir noch erklären. Guten Tag. Bis bald, Frau Hörmann. Komm, Bella, ich muss dir jetzt unbedingt meine neue Einrichtung zeigen. Du, das Bett ist so irre. Überhaupt für ein Name. So würde ich höchstens meinen Hund taufen. Oder besser meine Hündin. Bella! Bella! Oh, weh! Oh, Sagen Sie mal, ich hab jetzt die Nase voll, bis hier oben, von Ihrem lauten Geschnalche. Entweder Sie stellen das ein oder ich werde... Hören Sie mal. Nein, dieses eine Mal hören Sie mir zu. Tagelang und Nächte durch habe ich mir Ihr Geröchle mit anhören müssen.
Und jetzt muss ich auch noch das alberne Gekichere ihrer Freundin über mich ergehen lassen. Was zu viel ist, ist zu viel. Wenn das nicht sofort aufhört, dann... Hören Sie, ich war doch deswegen schon bei einem Arzt. Einmal habe ich die halbe Nacht auf dem Flur verbracht und habe einen Schlüsseldienst holen müssen. Und das andere Mal hätte ich mir beinahe meine Gehörgänge zerstochen. Und alles nur wegen Ihnen. Guten Morgen. Sie sind doch die neue Nachbarin von Georg, nicht? Sagen Sie mal, hat Sie sein lautes Schnarchen noch nie gestört? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ja, angehen tut's mich eigentlich nichts, aber ich wollte mich gleich für ihn entschuldigen. Wissen Sie, als ich noch mit meinem Bruder das Zimmer teilen musste, was glauben Sie, was ich unter den entsetzlichen Geräuschen gelitten habe? Was? Der Georg ist Ihr Bruder? Ja, natürlich. Was haben denn Sie gedacht? Ich? Eigentlich gar nichts. Entschuldigen Sie, ich habe mich Ihnen ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Isabella Alten. Ich wollte mir bloß mal anschauen, wie mein Bruder wohnt. Edith Hörmann, freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Mich auch. Aber Sie können mich jetzt schon wieder loslassen. Ja, die Neubauwohnungen sind eben alle ein bisschen hellhörig, nicht? Aber wenn Sie der Georg wirklich stören sollte, dann sagen Sie es ihm einfach. Er ist nämlich einer der wenigen Männer, mit denen man vernünftig reden kann. Also, wiederschauen. Ja, wiederschauen. Wiederschauen. Und vielen Dank. Oh, ich gewöhne mich schon langsam dran. Immer wenn es klingelt, sind Sie's. Ja, ich... Entschuldigung. Das ist für mich? Sekt und Kaiserschmarrn, das passt gut zusammen. Ich bin gerade am Kochen, mein Sauenteller. Kommen Sie doch rein. Ja, gern. Wenn ich nicht störe. Ivo, schauen Sie, jetzt haben Sie mich zweimal aus dem Tiefschlaf gerissen. Dann macht es mir auch nicht mehr viel aus, wenn ich bloß meine Kocherei unterbrechen muss. Ich esse eh nicht gern allein. Bitte. Menschenwille ist sein Himmelreich, sagt man. Und wenn einer einen guten Draht hat, da noch ganz drum, dann kann es schon sein, dass er sich sein Himmelreich auf Erden selber schafft. Das glaubst du nicht? Ja, mei, sieh, dann ist es bei Ihnen noch ein weiter Weg bis dahin. Das Glauben ist nämlich das Erste, was da sein muss. Und dann brauchst du noch ein bisschen Fantasie und den Mut dazu, das zu tun, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Der, den Sie jetzt noch gleich sehen werden, der hat zwar ein bisschen zu viel Fantasie, so viel, dass schon fast wieder eine Krankheit ist, aber den Mut hat er. Und mit dem Himmelreich, na, da kennt er sich aus. Das kann ich einer sagen. Darf. Der freut sich, wenn du mitnimmst. Ist was? Dem Bäder, dem ist halt bestimmt recht langweilig, gell? Immer die gleichen vier Wind. Der freut sich, wenn er mal auch und der andere Leute kommt. Das? Komm. Josef Engel, mit so einem Namen sollte man eigentlich nicht straffällig werden. Es steht Ihnen nicht zu, mein Lieber, hier über mich zu richten. Mein Herz ist rein. Und meine Seele ist sich keiner bösen Tat bewusst. Schon wieder ein Justizirrtum. Wenn man danach gehen würde, hätten wir das ganze Haus voll davon. Unsere Justiz und die Gesetze, das sage ich Ihnen, sind wie Fangarme eines Polypen. Überall sind Stolpersteine. Und wer sich in ihren Maschen verfängt, der ist verloren. Kein unbescholtener Bürger ist davor sicher. Sie nicht und Sie auch nicht. Ja, ja, schon gut. Hier Ihre Papiere.
Also, dann wünschen wir Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt da draußen, Herr Engel. Und möge er diesmal von längerer Dauer sein. Ein seltsamer Kauz. Was hat er denn ausgefressen? Hochstapler. Einmal hat er als falscher Museumswärter ein Bild gestohlen, dann als Feuerwehrmann eine Madonna aus dem 16. Jahrhundert angeblich vor Wasserschaden gerettet, dann als Weihnachtsmann eine antike Vase geklaut. Aha. Also ein Liebhaber von Antiquitäten. Eine Sucht ist es bei dem, wie das Zigarettenrauchen. Wird gelobt sei Jesus Christus. Entschuldigen Sie, Seebruck bei Hirschfeld. Wissen Sie, wie ich da hinkomme? Bist schon recht einsam da, gell? Und so gar nicht gesichert. Schön bist und schon ziemlich alt, gell? Keine Sorge, ich komme vom bischöflichen Ordinariat und ich soll... Ach, wie schön. Cäcilie Hofstetter ist mein Name. Ich bin die Pfarrersköchin. Was machst du mit dem heiligen Petrus? Ja, also, ich meine, das sollte ich Ihnen gerade erklären. Wissen Sie, ich interessiere mich sehr für die sakrale Kunst. Ich bin da sozusagen ein Fachmann. Und ich arbeite gerade an einer Studie über die Holzschnitzerei im 17. Jahrhundert. Und deswegen schickt mich das bischöfliche Ordinariat. Was Besseres hätte der Herr Bischof ja gar nicht tun können. Wir haben ganz viele Kunstwerke hier bei uns aus der Zeit. Dort das Kreuz zum Beispiel oder die Madonna da im Seitenaltar. 1612, glaube ich, von einem unbekannten Künstler. Sie werden sich sicher richtig wohlfühlen hier bei uns. Wohlfühlen? Jetzt kommen Sie erst einmal mit rüber ins Pfarrhaus, dann zeige ich Ihnen alles. Ist das Ihr ganzes Reisegepäck? Ach, wissen Sie, wer mit dem Herzen reist, der kann die weltlichen Dinge entbehren. Eigentlich wollte ich ihn ja gleich mitnehmen. Das können Sie immer noch, wenn Sie sich erst richtig bei uns eingelebt haben. Eingelebt? Willkommen in Seebruck. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder einen Pfarrer haben. Und das ist das Pfarrhaus. Ein schöner Garten. Ja, macht viel Arbeit.
bleibt alles an mir hängen. Oh. Keinen Gärtner. Nicht einmal einen Mesner haben wir. Augenblick. Ja, ja. Pfarrer Seebruck? Ja? Wie? Was? Dass das jetzt so schlimm ist? Ja. Nein, wir haben jetzt selber einen Pfarrer. Gerade ist er eingetroffen. Moment einmal bitte. Herr Pfarrer, das heilige Sakrament der Krankenölung, können wir das spenden? Nein. Wie? Ja schon, aber... Ja, Moment. Ja, ja. Nein! Wir kommen gleich. Der Kreidelmeier Seppum vom Almhof war eigentlich zeitlebens nie krank. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und er braucht die letzte Übung gar nicht. Aber seit seine Tochter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, dann mag er nicht mehr. Man sagt, er stirbt am gebrochenen Herzen. Vielleicht gehen wir doch besser wieder um. Ich glaube, den Weg können wir uns sparen. Aber Herr Pfarrer, wenn man doch nach uns verlangt. Ein guter Hirte muss allzeit für seine Schafe da sein. Fertig. Sie können anfangen. Herr Grendelmeier, hören Sie mich. Ich habe über Ihre Tochter nachgedacht. Unser Herr hat sie zu sich gerufen. Ein Ratschluss, den wir nicht durchschauen können. Aber eines ist sicher, Herr Grendelmeier. Ihre Tochter lebt noch, hier auf Erden. Ja, ja, sie lebt, Herr Grendelmeier. In Ihrer Erinnerung, in Ihrer, Herr Grendelmeier. Da ist alles, was sie getan hat, was sie gesagt hat, ist dann noch vorhanden. Nicht wahr? Ja, und um das wär's doch schade, Herr Grendelmeier, wenn Sie jetzt nicht mehr wären und all das, was da in Ihnen noch drin ist, alles Schöne von Ihrer Tochter, das wäre auf einmal verschwunden, mit Ihrer Seele weggeflogen ins Jenseits. Und das wollen wir doch nicht. Sie nicht und Ihre Familie auch nicht. Und deshalb müssen Sie noch weiterleben, Herr Grendelmeier, damit das Leben Ihrer Tochter im Diesseits erhalten bleibt, wenigstens in der Erinnerung. Ich möchte Ihnen jetzt eigentlich gar nicht die letzte Ölung geben, weil die würde Sie viel zu sehr ins Jenseits hinführen, wo wir Sie doch alle noch im Diesseits so notwendig brauchen würden. Wissen Sie was, Herr Grendelmeier? Ich gebe Ihnen jetzt ein Glas Wasser, als Symbol dafür, dass die Kräfte des Diesseits wieder bei Ihnen einkehren mögen. Und dann bleiben Sie bei uns und werden wieder gesund und wieder so fröhlich wie früher. Versprechen Sie mir das, Herr Grendelmeier. Was Sie da vollbracht haben, das ist ein Wunder. Wunder gibt's keine, nur den Glauben daran. Ja, 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 ich weiß. Und der versetzt bekanntlich Berge. Und trotzdem ist es ein Wunder, dass der Herrgott Sie gerade zu uns hergeschickt hat. Gerade Sie. Das ist auch in Wirklichkeit nicht so. Sondern nur deshalb, weil Sie es unbedingt so glauben wollen. So, jetzt kommen Sie rein, Herr Pfarrer. Jetzt mache ich uns erst einmal einen schönen Kaffee. Ruhen Sie sich ein bisschen aus, Hochwürden. Sie haben ja noch einiges vor sich.
Ihnen recht, wenn ich bekannt gebe, dass Sie heute die Abendmesse lesen? Die Abendmesse? Ja, ja, ja. Aber jetzt möchte ich mich erst einmal ein bisschen im Dorf umsehen, wenn es recht ist. Mit dem Koffer? Okay, den brauchen Sie doch nicht. Jetzt warten Sie halt. Halt! Ich muss Ihnen doch Ihr Zimmer zeigen. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen frische Luft. Ja, das verstehe ich ja nach der Anstrengung und also, dem Wunder. Ja. Aber der Koffer bleibt da. So gut. Bis gleich. Bis gleich. Hochwürden. Entschuldigung. Sie sind der neue Pfarrer? Nein, nein, nein. Oh, freilich sind Sie's. Ich hab Sie doch vorhin gesehen, zusammen mit der Pfarrersköchin. Ich bin die Schwendner Theresia. Aha. Grüß Gott, freut mich. Weil Sie könnten so mal mitkommen. Gleich da drüben. Es geht um eine Hochzeit, die nicht stattfinden kann, weil was Dringendes noch nicht geklärt ist. Oh, bitteschön. Engel Josef aus der Haft entlassen. Wenn Ihre Tochter den Sohn des Bürgermeisters heiraten will, dann wird es allerhöchste Zeit, dass sie sich mit der Familie des Bürgermeisters versöhnen. Na, wenn er nicht den ersten Schritt tut, also es kommt ja überhaupt nicht in Frage. Nur wer in völliger Unschuld ist, der werfe den ersten Stein. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und reichen Sie dem Herrn Bürgermeister die Hand zur Versöhnung. Jahrzehntelangen Streit kann man doch nicht einfach mit einem Handschlag beenden. Die Liebe Ihrer Kinder muss in Frieden wachsen können. Geben Sie ihnen Ihr Vorbild mit auf den Weg. Das ist wichtiger wie Geld oder Mitgift. Reichen Sie dem Bürgermeister die Hand und Sie werden sehen, er wird sie nehmen. Also gut, ich mag's. Aber erst, wenn Sie mit ihm vorher drüber gesprochen haben. Ist recht. Also dann in Gottes Namen. Na, geht's nicht mehr zu dem. Dankeschön, Herr Pfarrer. Vielen Dank. Ich hab's ja gewusst, dass man mit einer drüber reden kann. Herr Rhein. Grüß Gott. Mein Name ist Lechleitner. Ich werde neuer Pfarrer. Stimmt was nicht? Ach so. Sie haben ihn sich wohl anders vorgestellt, den neuen Pfarrer. Allerdings. Das finde ich aber sehr gut, dass Sie gleich zu mir gekommen sind, Hochwürden. Ja, ich habe da ein Anliegen. Die Renovierung der Friedhofsmauer, stimmt's? Das kann man nicht länger aufschieben. Der Auftrag muss jetzt vergeben werden. Die Baufirma kann man schließlich nicht ewig hinhalten, nicht wahr? Und Sie als der neue Pfarrer, Sie müssen sich bei der Kirche dafür einsetzen, ne? Ja, ja, das kann man schon machen. Nur ist es denn wirklich notwendig, dass... Mehr als notwendig. Kommen Sie mit, das müssen Sie sich unbedingt einmal vor Ort ansehen. Seit Jahrzehnten nichts gemacht worden. Das feuchte Mauerwerk muss abgedrungen und wieder völlig neu hochgezogen werden. Ich verstehe was davon. Ich habe selber eine Baufirma. Ah, dann sind Sie also selber die Firma, die man nicht länger warten lassen kann? Ja, ich meine, ich wäre nicht abgeneigt. Vielleicht eine Spende für die neue Orgel. Wenn wir uns in dieser Beziehung einigen könnten und Sie über die Kirche den Auftrag an mich... Also mir wäre es eigentlich mehr an einem Handschlag gelegen. Ein Handschlag? Wenn es weiter nichts ist? Nein, nein, nicht mit mir, mit der Frau Gschwendner. Als kleine Gäste der Versöhnung, na? Damit die jungen Leute endlich heiraten können und ihrem Glück nichts mehr im Wege steht. Ah, Sie sind mir vielleicht einer. Mein Lieber, mit denen werden wir noch viel Freude haben. Ein ganz ausgefuchster. Also gut, wird erledigt. Anschlag, abgemacht. Ich muss aufs Gemeindeamt. Und nicht vergessen, Karl Plattner, das bin ich, Hoch- und Tiefbau. Und die Renovierung da,
Die ist wirklich sehr nötig. Ort für eine Beichte, finden Sie nicht? Ja, aber jetzt nicht. Ich bin nicht bereit, nicht befugt, sozusagen. Aber Sie sind doch der neue Pfarrer hier, habe ich gehört. Ja, ja. Ihr Koffer ist noch im Pfarrhaus. Wir haben ihn aufgemacht und reingeschaut. Gerade entlassen worden, was? Kostümverleih. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass jeder Mensch sein Wesen, also all das, was da drinnen ist in ihm, in irgendeiner Form nach außen kehrt, dass man an der Kleidung und daran, wie er sich gibt und was er tut, sowas wie eine innere Strahlung sehen kann? Bei Ihnen jedenfalls sieht man's. Ich habe schon viele Rollen versucht. In der da habe ich mich eigentlich am wohlsten gefühlt. Zuerst war es ja nur Tarnung, wegen dem da, dem heiligen Petrus. Ich habe ihn mitnehmen wollen. Und dann wieder nicht und dann wieder doch. Und deshalb die Soutane. Es ist wieder Sucht. Wieder Zwang, verstehen Sie es? Ich kann halt nicht anders. Jetzt tut es mir schon wieder leid. Bin halt ein Lump da innen drin. Das ist das, was nach außen strahlt. Die Frau Cecilie, die hat da ganz was anderes erzählt. Naja, die glaubt ja an Wunder. Also was ist jetzt? Rufen Sie jetzt die Polizei oder nicht? Nein, nein. Wer seine Sünden bekennt, dem wird vergeben. Wenn jemand Reue zeigt und zur Buße bereit ist, bevor wir anfangen, möchte ich mich bei Ihnen vorstellen. Ich bin der neue Pfarrer. Mein Name ist Hans Lechleitner. Und das hier ist unser neuer Mesner, Herr Engel.
Radl bin ich damals losgefahren. Und unterwegs habe ich drei Leute getroffen. Naja, also junge Burschen waren es. Heute sind sie sicher auch schon gestandene Mannsbilder. Bis Rossheim sind wir miteinander gefahren. Und da, an einer Straßenkreuzung, haben sich unsere Wege getrennt. Aber vorher, beim Abschiednehmen, haben wir noch unsere Namen auf einen Geldschein geschrieben, alle vier. Und dann haben wir den Geldschein in vier Teile zerrissen. Warum denn, Opa? Ja, das ist für einen Buben wie dich schwer zu verstehen. Wahrscheinlich haben wir uns Mut machen wollen, weißt? Ja, so war's wohl. Und dann haben wir uns versprochen, dass wir uns in 50 Jahren wieder treffen wollen mit dem Radl. An dem dicken Baum mit der Straßenkreuzung da. Ja. Moment einmal. 50 Jahre? Vor 50 Jahren, 1942, ist der Valentin 60 geworden. Ja, ja, das sind ja die 50 Jahre. Und an einem 4. Juni bin ich losgefahren. Und das war am 10. Jesus, in 6 Tagen. Da wollen Sie sich nicht doch mal überlegen, so einfach ins Ungewisse zu fahren. Nein, nein, wenn ich was versprochen habe, dann mache ich es auch. Ich weiß ja gar nicht, wie viel es noch gibt und ob die alle dran denken. Ne? Das möchte ich ja wissen. Hoffentlich stehen Sie damit am Ende nicht als Einziger da. Wer weiß, ob Ihre Bekanntschaften auch so zuverlässig sind wie Sie. Ne? Ja, das werde ich noch schon merken. Ja. Halten Sie mal die Daumen, gell? Kann ja. Ich schon machen. Ja, wiederschauen. Für Gott. Na, da muss ich absteigen. Da dazu bin ich schon 50 Jahre alt. Gut. Das Gangs alles gerissen. Was bei so einem nagelneuen Radl eigentlich nicht passieren darf. Ja, das kommt bei mir nicht reißen, weil ich keins hab. Und ich bin eigentlich ganz froh drüber. Und, dass wir endlich wieder einen Pfarrer haben. Und das ist das Pfarrhaus. Mhm. Ein schöner Garten. Ja, macht viel Arbeit. Bleibt alles an mir hängen. Mhm. Keinen Gärtner. Nicht einmal einen Mesener haben wir. Augenblick. Ja, ja. Pfarrhaus Seebruck, ja? Wie? Was? Dass das jetzt so schlimm ist? Ja. Nein, wir haben jetzt selber einen Pfarrer. Gerade ist er eingetroffen. Moment einmal bitte. Herr Pfarrer, das heilige Sakrament der Krankenölung, können wir das spenden? Nein. Wie? Ja schon, aber... Ja, Moment. Ja, ja. Nein! Wir kommen gleich. Der Kreidelmeier Seppum vom Almhof war eigentlich zeitlebens nie krank. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und er braucht die letzte Übung gar nicht. Aber seit seine Tochter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, dann mag er nicht mehr. Man sagt, er stirbt am gebrochenen Herzen. Vielleicht gehen wir doch besser mit herum. Ich glaube, den Weg können wir uns sparen. Aber Herr Pfarrer, wenn man doch nach uns verlangt. Ein guter Hirte muss allzeit für seine Schafe da sein. So, Herr Pfarrer, alles fertig. Sie können anfangen.
Herr Grendelmeier, hören Sie mich. Ich habe über Ihre Tochter nachgedacht. Unser Herr hat sie zu sich gerufen. Ein Ratschluss, den wir nicht durchschauen können. Aber eines ist sicher, Herr Grendelmeier. Ihre Tochter lebt noch, hier auf Erden. Ja, ja, sie lebt, Herr Grendelmeier. In Ihrer Erinnerung, in Ihrer, Herr Grendelmeier. Da ist alles, was sie getan hat, was sie gesagt hat, ist dann noch vorhanden. Nicht wahr? Ja, und um das wär's doch schad, Herr Grendelmeier, wenn Sie jetzt nicht mehr wären und all das, was da in Ihnen noch drin ist, alles Schöne von Ihrer Tochter, das wäre auf einmal verschwunden. 1942 ist der Valentin 60 geworden. Ja, ja, das sind ja die 50 Jahre. Und an einem 4. Juni bin ich losgefahren. Und das war am 10. Jesus, in 6 Tagen. Da wollen Sie sich nicht doch mal überlegen, so einfach ins Ungewisse zu fahren. Nein, nein, wenn ich was versprochen habe, dann mache ich es auch. Ich weiß ja gar nicht, wie viel es noch gibt und ob die alle dran denken. Ne? Das möchte ich ja wissen. Hoffentlich stehen Sie damit am Ende nicht als Einziger da. Wer weiß, ob Ihre Bekanntschaften auch so zuverlässig sind wie Sie. Ne? Ja, das würde ich noch schon merken. Ja. Halten Sie mal die Daumen, gell? Kann ja. Ich schon machen. Ja, wiederschauen. Für Gott. Na, da muss ich absteigen. Da dazu bin ich schon 50 Jahre alt. Gut. Das Gangs alles gerissen. Was bei so einem nagelneuen Radl eigentlich nicht passieren darf. Ja, das kommt bei mir nicht reißen, weil ich keins hab. Und ich bin eigentlich ganz froh drüber. Manchmal ist schon ein Kreuz. Je mehr Technik, desto mehr geht kaputt. Ja. Wissen Sie, wenn man so weit radeln will wie wir heute, dann braucht schon so eine Rennmaschine. Aber wenn Sie bloß einen Ausflug machen wollen, dann gebe ich Ihnen recht. Dann tut's euch Radl auch. Ja. Meinst du für das vorhin, gell? Ja, genau. Was haben Sie alles Radl gesehen? Ja, fast antik war das. Obendrauf ein junger Bursch mit einer Radlerhose, einem bunten Trikot und einem Helm. Echt schneidig. Warum fragen Sie? Na ja, nur so eigentlich. Wissen Sie, vor 50 Jahren habe ich da Rast gemacht und habe jemanden kennengelernt. Apropos Rast, darf ich die Herren zu einer Brotzeit einladen? Nein, eine Einladung? Ja, ihr habt ja im ganzen Radl keinen Platz für eine Brotzeit mitnehmen. Das ist aber sehr freundlich. Ja, wissen Sie, das ist das Schöne an Radeltouren. Man lernt halt immer nette Leute kennen. Da haben Sie jetzt was gehört. Tochter nachgedacht. Unser Herr hat sie zu sich gerufen. Ein Ratschluss, den wir nicht durchschauen können. Aber eines ist sicher, Herr Grendelmeier. Ihre Tochter lebt noch, hier auf Erden. Ja, ja, sie lebt. Herr Grendelmeier, in Ihrer Erinnerung, in Ihrer, Herr Grendelmeier. Da ist alles, was sie getan hat, was sie gesagt hat, ist dann noch vorhanden. Nicht wahr? Ja, und um das wär's doch schad, Herr Grendelmeier, wenn Sie jetzt nicht mehr wären und all das, was da in Ihnen noch drin ist, alles Schöne von Ihrer Tochter, das wäre auf einmal verschwunden. Mit ihrer Seele weggeflogen ins Jenseits. Und das wollen wir doch nicht. Sie nicht und ihre Familie auch nicht. Und deshalb müssen Sie noch weiterleben, Herr Grendelmeier, damit das Leben Ihrer Tochter im Diesseits erhalten bleibt. Wenigstens in der Erinnerung. Ich
möchte Ihnen jetzt eigentlich gar nicht die letzte Ölung geben, weil die würde Sie viel zu sehr ins Jenseits hinführen, wo wir Sie doch alle noch im Diesseits so notwendig brauchen würden. Wissen Sie was, Herr Grenzmeier? Ich gebe Ihnen jetzt ein Glas Wasser als Symbol dafür, dass die Kräfte des Diesseits wieder bei Ihnen einkehren mögen. Und dann bleiben Sie bei uns und werden wieder gesund und wieder so fröhlich wie früher. Versprechen Sie mir das, Herr Grenzmeier. Was Sie da vollbracht haben, das ist ein Wunder. Wunder gibt's keine, nur den Glauben daran. Ja, 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 ich weiß. Und der versetzt bekanntlich Berge. Und trotzdem ist es ein Wunder, dass der Herrgott Sie gerade zu uns hergeschickt hat. Gerade Sie. Das ist auch in Wirklichkeit nicht so. Sondern nur deshalb, weil Sie es unbedingt so glauben wollen. So, jetzt kommen Sie rein, Herr Pfarrer. Jetzt mache ich uns erst einmal einen schönen Kaffee. Ruhen Sie sich ein bisschen aus, Hochwürden. Sie haben ja noch einiges vor sich. Ist Ihnen recht, wenn ich bekannt gebe, dass Sie heute die Abendmesse lesen? Die Abendmesse? Augenblick. Ja, ja. Pfarrer Seebruck? Ja? Wie? Was? Dass das jetzt so schlimm ist? Ja. Nein, wir haben jetzt selber einen Pfarrer. Gerade ist er eingetroffen. Moment einmal bitte. Herr Pfarrer, das heilige Sakrament der Krankenölung, können wir das spenden? Nein. Wie? Ja schon, aber... Ja, Moment. Ja, ja. Nein! Wir kommen gleich. Der Kreidelmeier Seppum vom Almhof war eigentlich zeitlebens nie krank. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und er braucht die letzte Übung gar nicht. Aber seit seine Tochter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, dann mag er nicht mehr. Man sagt, er stirbt am gebrochenen Herzen. Vielleicht gehen wir doch besser wieder um. Ich glaube, den Weg können wir uns sparen. Aber Herr Pfarrer, wenn man doch nach uns verlangt. Ein guter Hirte muss allzeit für seine Schafe da sein. Fertig. Sie können anfangen. Herr Grenzmeier, hören Sie mich. Ich habe über Ihre Tochter nachgedacht. Unser Herr hat sie zu sich gerufen. Ein Ratschluss, den wir nicht durchschauen können. Aber eines ist sicher, Herr Grenzmeier. Ihre Tochter lebt noch, hier auf Erden. Ja, ja, sie lebt, Herr Grenzmeier. In Ihrer Erinnerung, in Ihrer, Herr Grenzmeier. Da ist alles, was sie getan hat, was sie gesagt hat, ist dann noch vorhanden. Nicht wahr? Ja. Und um das wär's doch schad, Herr Grenzmeier, wenn Sie jetzt nicht mehr wären und all das, was da in Ihnen noch drin ist, alles Schöne von Ihrer Tochter, das wäre auf einmal verschwunden, mit Ihrer Seele weggeflogen ins Jenseits. Und das wollen wir doch nicht. Sie nicht und Ihre Familie auch nicht. Und deshalb müssen Sie noch weiterleben, Herr Grenzmeier. Trinken Sie doch einen Jagertee. Ja,
Aber das ist schon der letzte Mal. So durchgefahren und waschel nass wie es waren, da brauchen sie schon einen. Sonst haben sie morgen die schönste Grippe. Ja. So. Und dann wollen sie morgen schon wieder weiterfahren. Ja, ja. Auf der Suche nach einem großen, dicken Baum. Mhm. Ja, davon haben wir hier viele. Na, aber an einer Kreuzung? Ja, davon gibt es bei uns auch eine ganze Menge. Na, Prost, Mahlzeit. Ja, ja. Prost. Also, Prost. Prost. Das ist so was Neues. Fuchshafer, gute Weiterfahrt. Danke schön, Franzhafer. Der Jägertee hängt mir von der Schwierigkeit drin, gell? Du, es tät mich freuen, bis du am Retourweg vorbeischauen darfst. Ja, das ist abgemacht. Am Retourweg schau ich wieder vorbei. Grüß mir deine Frau, Rikschi. Mach ich gern. Also. Und viel Glück bei deinem Treffen, gell? Danke schön. Servus, Franz. So, der Herr, Ihr Bier. Danke. Sagen Sie mal, ich suche da eine Kreuzung mit einem großen Baum. Da in Rossheim? Ja, da in Rossheim. Es kann ein bisschen außerhalb gewesen sein. Außerhalb? Südlich, östlich? Oder hätten Sie lieber mehr westlich? Ja. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wissen Sie, das ist 50 Jahre her, dass ich dort gewesen bin. Inzwischen ist ja ein halbes Jahrhundert vergangen und dieselbe Zeit bin ich älter geworden. So, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Und wie es da vor 50 Jahren ausgeschaut hat, das weiß ich auch nicht. Schade. Naja, muss ich halt allein weiter suchen. Entschuldigen Sie, ist Ihnen eine Kreuzung bekannt, die von einem mächtigen Baum überragt wird? Da denke ich die ganze Zeit, ob die anderen auch kommen und schaue jeden Radler nach, als wenn der heilige Petrus selber drauf sitzen tät. Und dabei bin ich, alter Hornochse, nicht in der Lage, diesen narrischen Baum und seine... Warum denn, Opa? Ja, das ist für einen Buben wie dich schwer zu verstehen. Wahrscheinlich haben wir uns Mut machen wollen, weißt? Ja, so war's wohl. Und dann haben wir uns versprochen, dass wir uns in 50 Jahren wieder treffen wollen mit dem Radl. An dem dicken Baum mit der Straßenkreuzung da. Ja. Moment einmal. 50 Jahre? Vor 50 Jahren, 1942, ist der Valentin 60 geworden. Ja, ja, das sind ja die 50 Jahre. Und an einem 4. Juni bin ich losgefahren. Und das war am 10. Jesus, in 6 Tagen. Da wollen Sie sich nicht doch mal überlegen, so einfach ins Ungewisse zu fahren. Nein, nein, wenn ich was versprochen habe, dann mache ich es auch. Ich weiß ja gar nicht, wie viel es noch gibt und ob die alle dran denken. Ne? Das möchte ich ja wissen. Hoffentlich stehen Sie damit am Ende nicht als Einziger da. Wer weiß, ob Ihre Bekanntschaften auch so zuverlässig sind wie Sie. Ne? Ja, das werde ich noch schon merken. Ja. Halten Sie mal halt die Daumen, gell? Kann ja. Ich schon machen. Ja, wiederschauen. Für Gott. Na, da muss ich absteigen. Da dazu bin ich schon 50 Jahre alt.
Gott, Bernd. Du hast kaputt gegangen. Ja, gut. Das Gangs alles gerissen. Was bei so einem nagelneuen Radl eigentlich nicht passieren darf. Ja, das kommt bei mir nicht reißen, weil ich keins hab. Und ich bin eigentlich ganz froh drüber. Manchmal ist schon ein Kreuz. Je mehr Technik, desto mehr geht kaputt. Ja. Wissen's, wenn man so weit radeln will wie wir heute, dann brauchst du so eine Rennmaschine. Aber wenn's bloß einen Ausflug machen wollen, dann gib ich ihnen recht. Du hast so als Radler. Ja. Du meinst für das vorhin, gell? Ja, genau. Was haben Sie als Radler gesehen? Ja, fast antik war das. Oben drauf ein junger Bursch mit einer Radlerhose, einem bunten Trikot und einem Helm. Echt schneidig. Warum fragen Sie? Na ja, nur so eigentlich. Entschuldigen Sie, ist Ihnen eine Kreuzung bekannt, die von einem mächtigen Baum überragt wird? Da denke ich die ganze Zeit, ob die anderen auch kommen und schaue jeden Radler nach, als wenn der heilige Petrus selber drauf sitzen tät. Und dabei bin ich, alter Hornochse, nicht in der Lage, diesen narrischen Baum und seine Kreuzung zu finden. Ist was? Haben Sie was gesagt zu mir? Nein, nein, nur zu mir, nichts zu Ihnen. Ich bin nämlich ein blödes Rüpfel. Den Eindruck habe ich allerdings auch. Ja, Moment einmal. Entschuldigen Sie einen Moment. Sagen Sie, war der Baum allerweil schon da? Nein, ich meine, hat das früher auch schon so ausgesehen, da wie jetzt? Nein, natürlich nicht. Nicht? Früher hat es ganz anders ausgeschaut. Ja? Ja, früher sind ja die Dinosaurier umeinander gelaufen. So eine Unverschämtheit. Das könnte sein. Nein, nein, das ist unser Baum, da bin ich ganz sicher. Aber sauber zusammengestutzt haben sie nicht. Aber wo ist denn die Kreuzung geblieben? Entschuldigung. Ich habe ein kleines Problem, vielleicht können Sie mir helfen. Ja, bitteschön. Ich bin nämlich auf der Suche. Also, wenn Sie einen Gasthof suchen, um Brotzeit zu machen, da gibt es freundlichere. Nein, nein, das ist es nicht. Mein Ansinnen wird Sie wahrscheinlich verwirren oder belustigen, je nach Ihrer Gemütsverfassung. Ja, schauen wir halt einmal. Ich versuche zu eruieren, wo hier in der näheren Umgebung ein großer, dicker Baum zu finden ist. Das Eigentümliche an diesem Baum ist, dass er direkt an einer Kreuzung zu finden ist. Also nicht. Trotzdem danke. Warten Sie mal. Moment. Sie sind noch so jung. Haben Sie vielleicht einen Felix gekannt oder einen Alois? Oder kennen Sie einen... Kaspar! Kaspar! So, Prost, gell? Prost! So was? Ich kann mich noch gar nicht beruhigen. Der Felix, ein Pfaff. Der hat immer schon einen guten Draht zum Herrgott gehabt. Ja, weil ich nicht... Dass jeder Mensch sein Wesen, also all das, was da drinnen ist in ihm, in irgendeiner Form nach außen kehrt, dass man an der Kleidung und daran, wie er sich gibt und was er tut, sowas wie eine innere Strahlung sehen kann. Bei Ihnen jedenfalls sieht man's. Ich habe schon in viele Rollen versucht. In der da habe ich mich eigentlich am wohlsten gefühlt. Zuerst war es ja nur Tarnung, wegen dem da, dem heiligen Petrus. Ich habe ihn mitnehmen wollen. Und dann wieder nicht und dann wieder doch. Ja, deshalb die Soutane. Es ist wieder Sucht. Wieder Zwang, verstehen Sie es? Ich kann halt nicht anders. Und jetzt tut es mir schon wieder leid. Ich bin halt ein Lump. Da innen drin. Das ist das, was nach außen strahlt. Die Frau Cecilie, die hat da ganz was anderes erzählt. Naja, die glaubt ja an Wunder. Also was ist jetzt? Rufen Sie jetzt die Polizei oder nicht? Nein, nein. Wer seine Sünden bekennt,
dem wird vergeben. Wenn jemand Reue zeigt und zur Buße bereit ist. Bevor wir anfangen, möchte ich mich bei Ihnen vorstellen. Ich bin der neue Pfarrer. Mein Name ist Hans Lechleitner. Und das hier ist unser neuer Mesner, Herr Engel. Im Diesseits erhalten bleibt, wenigstens in der Erinnerung. Ich möchte Ihnen jetzt eigentlich gar nicht die letzte Ölung geben, weil die würde Sie viel zu sehr ins Jenseits hinführen, wo wir Sie doch alle noch im Diesseits so notwendig brauchen würden. Wissen Sie was, Herr Greitmeier? Ich gebe Ihnen jetzt ein Glas Wasser als Symbol dafür, dass die Kräfte des Diesseits wieder bei Ihnen einkehren mögen. Und dann bleiben Sie bei uns und werden wieder gesund und wieder so fröhlich wie früher. Versprechen Sie mir das, Herr Greitmeier. Was Sie da vollbracht haben, das ist ein Wunder. Wunder gibt's keine, nur den Glauben daran. Ja, ich weiß. Und der versetzt bekanntlich Berge. Und trotzdem ist es ein Wunder, dass der Herrgott Sie gerade zu uns hergeschickt hat. Gerade Sie. Das ist auch in Wirklichkeit nicht so. Sondern nur deshalb, weil Sie es unbedingt so glauben wollen. So, jetzt kommen Sie rein, Herr Pfarrer. Jetzt mache ich uns erst einmal einen schönen Kaffee. Ruhen Sie sich ein bisschen aus, Hochwürden. Sie haben ja noch einiges vor sich. Ist Ihnen recht, wenn ich bekannt gebe, dass Sie heute die Abendmesse lesen? Die Abendmesse? Ja. Aber jetzt möchte ich mich erst einmal ein bisschen im Dorf umsehen, wenn es recht ist. Mit dem Koffer? Okay, den brauchen Sie doch nicht. Jetzt warten Sie halt. Halt! Ich muss Ihnen doch Ihr Zimmer zeigen. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen frische Luft. Ja, das verstehe ich ja nach der Anstrengung und dem Wunder. Ja. Aber der Koffer bleibt da. So gut. Bis gleich. Bis gleich. Hochwürden, Entschuldigung, Sie sind der neue Pfarrer? Nein. Oh, freilich sind Sie es. Ich habe Sie doch vorhin gesehen, zusammen mit der Pfarrersköchin. Ich bin die Schwendner Theresia. Grüß. Oh,
Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, sagt man. Und wenn einer einen guten Draht hat, da noch ganz drum, dann kann es schon sein, dass er sich sein Himmelreich auf Erden selber schafft. Das glaubst du nicht? Ja, mei, sieh, dann ist es bei Ihnen noch ein weiter Weg bis dahin. Das Glauben ist nämlich das Erste, was da sein muss. Und dann brauchst du noch ein bisschen Fantasie und den Mut dazu, das zu tun, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Der, den Sie jetzt noch gleich sehen werden, der hat zwar ein bisschen zu viel Fantasie, so viel, dass schon fast wieder eine Krankheit ist, aber den Mut hat er. Und mit dem Himmelreich, na, da kennt er sich aus. Das kann ich Ihnen sagen. Der freut sich, wenn du mitnimmst. Ist was? Dem Bäder, dem ist halt bestimmt recht langweilig, gell? Immer die gleichen vier Wind. Der freut sich, wenn er mal auch und der andere Leute kommt. Das? Komm. Josef Engel, mit so einem Namen sollte man eigentlich nicht straffällig werden. Es steht Ihnen nicht zu, mein Lieber, hier über mich zu richten. Mein Herz ist rein. Und meine Seele ist sich keiner bösen Tat bewusst. Schon wieder ein Justizirrtum. Wenn man danach gehen würde, hätten wir das ganze Haus voll davon. Unsere Justiz und die Gesetze, das sage ich Ihnen, sind wie Fangarme eines Polypen. Überall sind Stolpersteine. Und wer sich in ihren Maschen verfängt, der ist verloren. Kein unbescholtener Bürger ist davor sicher. Sie nicht und Sie auch nicht. Ja, ja, schon gut. Hier Ihre Papiere. Also, dann wünschen wir Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt da draußen, Herr Engel. Und möge er diesmal von längerer Dauer sein. Ein seltsamer Kauz. Was hat er denn ausgefressen? Hochstapler. Einmal hat er als falscher Museumswärter ein Bild gestohlen. Dann als Feuerwehrmann eine Madonna aus dem 16. Jahrhundert angeblich vor Wasserschaden gerettet. Dann als Weihnachtsmann eine antike Vase geklaut. Aha. Also ein Liebhaber von Antiquitäten. Eine Sucht ist das bei dem. Ihnen alles. Ist das Ihr ganzes Reisegepäck? Ach, wissen Sie, wer mit dem Herzen reist, der kann die weltlichen Dinge entbehren. Eigentlich wollte ich ihn ja gleich mitnehmen. Das können Sie immer noch, wenn Sie sich erst richtig bei uns eingelebt haben. Eingelebt. Willkommen in Seebruck. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder einen Pfarrer haben. Und das ist das Pfarrhaus. Ein schöner Garten. Ja, macht viel Arbeit. Bleibt alles an mir hängen. Keinen Gärtner. Nicht einmal einen Mesner haben wir. Augenblick. Ja, ja. Pfarrhaus Seebruck? Ja? Wie? Was? Dass das jetzt so schlimm ist? Ja. Nein, wir haben jetzt selber einen Pfarrer. Gerade ist er eingetroffen. Moment einmal bitte. Herr Pfarrer, das heilige Sakrament der Krankenölung, können wir das spenden? Nein. Wie? Ja schon, aber... Ja, Moment. Ja. Nein! Wir kommen gleich. Der Kreidelmeier Seppum vom Almhof war eigentlich zeitlebens nie krank. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und er braucht die letzte Übung gar nicht. Aber seit seine Tochter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, dann mag er nicht mehr. Man sagt, er stirbt am gebrochenen Herzen. Vielleicht gehen wir doch besser mit herum. Ich glaube, den Weg können wir uns sparen. Aber Herr Pfarrer, wenn man doch nach uns verlangt. Ein guter Hirte muss allzeit für seine Schafe da sein.
Herr Grendelmeier, hören Sie mich. Ich habe über Ihre Tochter nachgedacht. Unser Herr hat sie zu sich gerufen. Ein Ratschluss, den wir nicht durchschauen können. Aber eines ist sicher, Herr Grendelmeier. Ihre Tochter lebt noch, hier auf Erden. Ja, ja. Sie lebt, Herr Grendelmeier, in Ihrer Erinnerung.